Hallo liebe Camper, herzlich willkommen bei Miga Caravan in Dinkelsbühl. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid. Wir haben heute eine ganz spezielle Sache für euch und zwar muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Es geht nämlich um eine komplette Weltneuheit oder beziehungsweise sagen wir es mal so, begrenzen wir uns auf Europa. Es ist eine europäische Neuheit und zwar von der Firma EcoFlow. Die Firma EcoFlow kennt ihr ja alle, die haben die Powerstations, sehr erfolgreich, sehr klasse, sehr toll, haben auch wir im Programm. Die tragbare Energiemöglichkeiten suchen, ist das wirklich ein Thema. Aber die haben jetzt was ganz Neues gemacht und wie es denn auch so ist, aus ganz tollen und angenehmen Zufällen durfte ich dieses System das erste Mal verbauen und zwar bei Markus in seinem neuen Van und zwar bei Fan for Van bei Markus haben wir das ganze Projekt das erste Mal gestartet. Ihr erinnert euch, ich habe bei Markus ja auch die Toilette eingebaut, die Glesana. Und jetzt durfte ich bei seinem neuen Fahrzeug die elektrische Seite machen. Er hat sich einen Crafter geholt. Der Crafter ist ein spezielles Fahrzeug, weil er die Aufbaubatterie vorne in der Motorhaube hat und die Starterbatterie im Innenraum unter den Füßen beim Fahrersitz. Ja, über die Logik können wir hier diskutieren. Da gibt es wahrscheinlich keine. Aber es ist so, wie es ist. Also war die Aufgabenstellung natürlich, das Energiepaket, was wir euch jetzt gleich vorstellen, zu installieren. Und zwar sage und schreibe mit einem 5 kW Akku. Also da ist richtig Power dahinter. Und einem 3,6 kW Wechselrichter. Das Ganze nennt sich Hub. Und ja, ich will gar nicht so viel von weggreifen. Das Ganze haben wir dann wirklich, ich bin echt ein bisschen stolz gewesen, weil es schaut echt klasse aus, bei Markus eingebaut. Dann sind wir aber natürlich mit dem Fahrzeug auch nach Essen gefahren, um dort die Europa-Präsentation stattfinden zu lassen. Da hat EcoFlow uns eingeladen und hat dann das Fahrzeug von Markus präsentiert, hatten noch ein eigenes Fahrzeug dabei und haben natürlich dann den verschiedenen YouTubern, Influencern aus Europa, die dort geladen waren, dieses neue System vorgestellt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt so ein bisschen zwiegespalten. Also es ist natürlich eine ganz tolle Geschichte, muss man ganz wirklich sagen, hat aber halt doch auch einen großen Montageaufwand. Aber es ist ein tolles System, es funktioniert echt klasse. Und der Markus fährt jetzt mit dem seit knapp über einer Woche rum und ist mega glücklich. Aber mehr dazu natürlich bei Markus Fan for Van auf seinem Video. Ich glaube, das kommt auch heute raus. Und dann war der Camper Tobi, der Sascha, wir sind Camper da und die haben alle die Präsentation auch mitgemacht. Ich auch und präsentiere euch da auch so ein bisschen das ein oder andere aus dieser Geschichte raus, aber auch den Einbau, wo wir bei Markus gemacht haben, bebildert, weil Filmen war da noch nicht möglich, weil das war natürlich in Markus sein Auto und da war auch noch Geheimhaltung geboten und somit mussten wir auch noch ein bisschen aufpassen, was wir da tun. Aber jetzt ab 5., also ab heute, dürfen wir das Ganze offiziell preisgeben und dürfen die Videos laufen. Und drum auch mein Video mit ein paar bebilderten Ausschnitten vom Einbau und das System vorgestellt. Der Hub, um was es da geht, ist ein Gerät, wo alles in einem kompakt ist. Also das heißt Solarregler, Booster
Wechselrichter, Ladeeinheit. Alles kompakt in einem Gerät. Relativ easy mit Steckverbindungen. Solarplatten kann man da anschließen bis 4000 Watt Peak. Wow, Wahnsinn, so viel Fläche hat kein Dach. Aber das System ist natürlich auch gut für Tiny-Häuser gedacht oder angedacht. Aber ich spanne euch jetzt nicht auf die Folter. Wir hören uns dann danach nochmal. Schaut es euch erst einmal an, um was es hier eigentlich geht. Genießt die Präsentation und die kleinen Interviews von einem von EcoFlow. Und wir schauen uns das jetzt miteinander an. Bleibt dran und los geht's. Hier startet der Einbau in dem Gaskasten. Den haben wir uns ausgesucht, weil er den Platz bietet beim Markus. Dieses Gerät muss da rein, das nennt sich der Hub. Der muss jetzt gehängt werden und da hat sich der Gaskasten richtig gut angeboten. Und einige Vorbereitungen, wie diese Bretter, wo wir hier extra zugeschnitten haben, diese Aufhängungen, die dann dementsprechend mit eingebaut wurden, angefasst, war riesenaufwendig, aber ja, war nötig, damit das Ganze gut eingepasst wird, soll ja auch ein bisschen nach was ausgucken. Hier sehen wir die ersten Vorbereitungen, wie der Hub hängt. Und drunter sieht man gleich die Kabeldurchführungen und hier dann hinter die Verteilerboxen und da geht es schon kräftig ans Verkabeln. Und zu guter Letzt wird dann der Akku davor gestellt, das sieht man hier, um dass es dann entsprechend komplett ist. Einmal 5 kW Akku, der da hängt, also es war schon echt mächtig Aufwand. Dann der 12 und 230 Volt Verteiler, der da eingepasst worden ist, wo man dann die ganzen Verbraucher mit anklemmen kann. Hier war die große Schwierigkeit beim Crafter, von vorne nach hinten zu gehen. Das ist in der Motorhaube, da war vorher die Aufbaubatterie gesessen. Und hier sind wir fleißig am Kabel ziehen, was natürlich unterm Auto, über dem Auto, überall notwendig ist und dass man dann entsprechend die Leitungen durchzieht. Beim Crafter ist das Problem, dass man natürlich vorne in der Motorhaube die Aufbaubatterie haben und die natürlich einmal komplett quer nach hinten muss. Ja, hier sind wir jetzt am Ende mit unserer Präsentation der Montage und nun sind wir bei der Präsentation in Essen in EcoFlow, bei EcoFlow, um diese Europa-Weltneuheit oder europäische Neuheit zu präsentieren. Und hier startet jetzt auch gleich das Video von dem Interview. EcoFlow kommt ja aus diesem mobilen Stromversorgungsmarkt und hat da Produkte, die einige USPs mitbringen, die so nicht bei anderen Anbietern zu finden sind. Und EcoFlow hat sehr viele Ideen, hat Innovation und hat sich jetzt mit dem Thema Camping, Camper, Van, Wohnmobile und so weiter beschäftigt und hier jetzt ein ganz interessantes, neuartiges Konzept entwickelt, das wir hier in dieser Veranstaltung heute vorstellen und auch schon vorgestellt haben. Und ja, dieses neue Konzept nennt sich PowerKit, ist ein relativ einfach zu installierendes System, das sozusagen alles, was man in so einem Fahrzeug braucht, in einer Einheit vereint und ganz einfach Plug-and-Play-mäßig zumindest mal im Grundsetup installiert werden kann. Ja, das ist schön, dass der Michael auch dabei ist, weil der hat ja auch nochmal die große Ehre, hier diese erste Anlage einzubauen. Und passt ja perfekt, dass du aus Mikasbühl hergefahren bist nach Essen. Ja, genau. Ach, Dinkelsbühl heißt es, glaube ich. Gell? Wir machen immer Mikasbühl raus, weil das ist ja, die Metropole der Autarkie und des Reisemobilismus. Michael war echt der Erste jetzt wirklich, der es eingebaut hat. In ein Kundenauto eingebaut hat. Der Markus ist begeistert, das wissen wir nach wenigen Stunden schon. Und der Gaskasten wurde genutzt, weil es natürlich auch von der Sicherheit her perfekt ist, oder? Also erstens das und zweitens, weil du hast gesagt, er ist ja schon gasfrei in dem Moment, weil er hat definitiv keine Gasflasche mehr an Bord und nutzt auch ein Induktionskochfeld, weil ich meine, er hat jetzt hier einen 5 kW Akku, da kann man ohne Probleme auch mit Induktion kochen. Und der Markus ist mega zufrieden, weil er Energie ohne Ende hat. Ja, er sagte schon, er hat noch nie so viel Strom mit gehabt. Ja, kriegt er gar nicht weg, glaube ich. Ja, also, der hat die 5 kW Version drin auch, gell? Ja, kann man richtig dazu sagen. Ja, und also ich muss sagen, das System ist echt genial, weil es sehr platzsparend ist. Also auch der Hub, wo da oben ist alles vereint und
Das Ding hat ja echt mächtig Bums, ne? Also wir sprechen da von einem 3 kW Wechselrichter. 3,6 kW. 3,6 Sinus, kW. Genau, Sinus, reiner Sinuswechsler. Also 3,6 kW in einem Wohnmobil, das ist schon eine Nummer, ne? Also da kann man ein Cappuccino ziehen und gleichzeitig die Haare föhnen ohne Probleme. Gut, das Interessante an dem PowerHub ist, denke ich auch, dass es eben nicht nur ein reiner Sinuswechselrichter ist, sondern eben auch 3 MPPT Solarladeregler integriert hat. Und ich habe auch nochmal die Möglichkeit, DC-seitig 12 oder 24 Volt zu fahren. Das stelle ich über die App bzw. die Kontrollkonsole ein und habe dann auch nochmal eine DC-Stromversorgung mit 60 bzw. 70 Ampere zur Verfügung, ja, die ausreichend Leistung bietet, um ja, so sämtliche Applikationen, die man so im Fahrzeug hat, zu betreiben. Solarregler sagst du 3 Stück an der, ja, Zahl, weil wir haben es jetzt eben gehört, aber nochmal für die Leute, mit wie viel Solar kann ich da rein? In Summe 4800 Watt, was natürlich für so ein Fahrzeug wollte gerade sagen, das kriegst zu viel ist. Ja, aber das kriegst du auf keinen Tag. Nee, aber haben ist besser als brauchen. Ne? So ist es. Also Luft nach oben ist da. Ne? Ja. Und ich kann aber natürlich auch einen dieser Ports verwenden, um die Lichtmaschine darauf anzuschließen und kann mit 1600 Watt vom Generator in das Gerät oder in das System einspeisen. Also mal ganz kurz, was bei dem Fahrzeug passiert ist. Wir haben hier die Lichtmaschine angeschlossen. Und der VW hat ja noch so einen Lichtmaschinen-Booster-Knopf. Und den haben wir dann mal gedrückt. Und dann hat der sage und schreibe mit 53 Ampere, ohne zu zucken, gleich in den Akku reingeblasen. Also das ist echt eine Nummer. Ne? Also, das ist mal eine Nummer. Also 60 Ampere wäre das Limit. Ja. Das kann ich dann auch über die App bzw. über das Kontrollpanel einstellen. Genau. Ah, okay. Genau. Ja. Mit den Verbrauchern könnte man da jetzt alles Mögliche switchen. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Mann, der mit der Elektronik konformiert. Ich bin eher so der Rumtourer oder manchmal, ja, auch Rumkugler, je nachdem. Aber da geht ihr dann direkt drauf. Das, ja, ist das Teil, wo vernetzt wird im Fahrzeug, so ist oder? Es. Das nennt sich Distribution Panel. Mhm. Hier habe ich dann die AC-Sicherungen drin, also 6 Stück an der Zahl. Das sind die hier auf der linken Seite. Ja. Also, Moment, kann man auch mal runternehmen. Ich denke. Also, euer Produktdesign und der ganze Auftritt, da muss man schon mal sagen, Respekt, das ist the modern time. Ja, das, ja, ist 2022 und mehr und state, genau, of the art. Genau. So ist es. Also, wir sehen jetzt hier, das sind die AC-Sicherungen, 6 Stromkreise, die ich damit absichern kann. Aktuell ist auch der AC-Stromkreis aus. Das sehen wir hier, sonst würde jetzt die LED leuchten. DC ist aktiv. Wir sehen hier die DC-Stromkreise, die sind alle an. Die ersten 6 Stück, beziehungsweise müssen wir mal so zeigen, die sind auch über die App bzw. das Kontrollpanel steuerbar. Das heißt, ich kann die Verbraucher über App zu- und abschalten. Und die anderen 12 Stück, die sind einfach fix für Dauerstromversorgung. Das Panel schauen wir uns dann an bei eurem Fahrzeug. Das ist nochmal, genau, schön hier. Können wir gerne mal rüber. Hier ist es jetzt im Innenen verbaut. Genau. Da haben wir es vorne an der Küche, ja, verbaut, damit der Markus halt leichter draufschauen kann, wenn, ja, er an der Dinette sitzt oder wenn er im Bett liegt. So kann er dann auch bedienen. Und eine App zusätzlich noch am Handy. Du kannst, genau, von überall her Zugriff, genau, haben, wie, genau, sich's gehört. Das ist jetzt sehr aufgeräumt. Ja, also wir sind jetzt hier aktuell, wie lange die Ladezeit noch ist, bis beide Akkus voll geladen sind. Hier sehe ich dann die Charging Time, wie lange das noch ist, entsprechend die Kapazität über beide Systeme. Also wir haben jetzt hier eine kleine Imbalance, das heißt, der eine war etwas leerer als der andere. Das wird das System jetzt relativ schnell ausgleichen. Aktuell macht er den einen voll und wird dann auf den anderen überspringen. Ja, genau. Was ich hier noch sehe, ist, was hier aktuell reinkommt. Wir laden jetzt aktuell mit 580 Watt, 600 Watt. Das finde ich schön, weil du hast eine Anzeige linear. Und jetzt siehst du halt hier ganz klar, das ist AC, Solar 2, Solar 1. Dann, du hast halt, du siehst auf einen Blick, von wo kommt gerade so was. Und ich kann auch jeden Zweig jederzeit auch aktivieren oder deaktivieren. Das habe ich natürlich nicht getroffen. Also ich könnte jetzt hier die Solarzelle abschalten oder die Lichtmaschine. Und das natürlich auch alles über die App. Mhm. Ja. Das ist schon ein schönes System. Ne? Schick. Also absolut, absolut. Es ist halt sehr strukturiert. Ja. Ja. Ich finde auch dieses mit den Steckern, das sieht alles so ordentlich aus. Also das, ja, es ist halt ein sehr cleanes System. Ne? Ja. Ja. Ich sage jetzt zwischendrin den Zuschauern gleich mal, wir werden natürlich des Öfteren was bringen. Wir werden es auch detailliert haben. Wir wollen euch nicht gleich alles zeigen heute. Wir brauchen ja hier Content und wollen euch länger berichten von EcoFlow. Und vor allem, das Schöne ist dadurch, dass wir auch Markus haben,
haben wir natürlich den Vorteil, wir können dann auch mal so ein bisschen, wir quatschen ja auch miteinander, mal so ein bisschen aus der Erfahrung dann, ja, genau, wie sich das Ganze bewährt. Weil er sammelt gerade mächtig Erfahrung. Genau. Genau. Ja, aber dadurch kriegst du das, ne? Aus erster Hand dann wirklich, der es nutzt. Und vielleicht wird es auch an der einen oder anderen Stelle noch haken. Das ist bei jedem System so. Das ist einfach normal, das ist ein Lernprozess. Wobei, es läuft schon ziemlich rund. Ja, also, doch, doch. Läuft schon ziemlich rund. Hast du eingebaut. Ja. Hallo. Also Markus ist jetzt, können wir abschließend sagen, Schattenparker und Versuchskaninchen. Ja. Für ein System, das ja schon bewährt ist. Genau. Ist ja die Europa-Einführung heute. Ja, so ist es. Gerade für die große Anlage. Und da kannst du jetzt bis drei Stück, das wollte ich bloß mal resümierend auf zum Ende sagen, drei Stück zusammenschalten. Wir haben jetzt hier aktuell noch einen Batterieport frei. Ja. Da ist jetzt aktuell eingesteckt der Port für den Smart Generator. Ich habe gedacht, das sieht aus wie mein Akkuschrauber. Ja. Ladegerät. Also da kann ich jetzt diesen Smart Generator anschließen, okay, der dann als typischer klassischer Generator auch nochmal automatisch anspringen könnte. Das kann man alles über die App auch einstellen. Sobald ein bestimmtes Level von der Batterie erreicht. Und genau wie bei, wie bei der Deltamax auch. So ist es. Ja. 20% genau erreicht, spring an. Und wenn nichts anderes kommt, dann macht es der Generator. Ja, das ist cool. Hochinteressant, danke. Also ich von meiner Seite jetzt mal als ersten Teaser EcoFlow, oder? Ja. Michael? Perfekt. Du noch irgendwie super Interesse. Fragen, die ich sowieso nicht verstehe? Nein, ich bin okay. Alles gut. Also, super, perfekt Dank präsentiert. Euch, ja. Komm, wir gehen dir auch noch hier. Danke. Dank, Leute. Let's go to drink something. Bye bye, thanks a lot, Eco Flow. Bye bye. Macht's gut und besucht mal den Waldeneysee in Essen, eine coole Location. Ja, was sagt ihr dazu? Aufregend. Also, mich würde jetzt ganz, ganz brennend interessieren, was euer Meinung dazu ist, was ihr davon haltet, von diesem System, wie ihr die ganze Thematik seht. Ich war jedenfalls doch irgendwo begeistert. Optisch natürlich der volle Hingucker. Mit dem Handling der vorgefertigten Kabeln einfach zusammenstecken, alles in einem Gerät zu haben. Man sieht den Unterschied, wenn man andere Gerätschaften verbaut, Solarregler, Booster, zack, Wechselrichter, Ladegerät, zack, hat man viel Kabel, hat man viel. Das ist alles in einem, hat Vor- und Nachteile. Das muss jeder für sich selber rausfinden. Ich glaube aber, dass es durchaus seine Berechtigung hat, weil man natürlich eine Menge an Leistung da reinbomben kann. Die Systematik wird fleißig beworben auf Instagram und Facebook von EcoFlow und bekanntlich liefert EcoFlow ja echt Qualität. Also muss man ja ganz offen und ehrlich sagen, also das ist ja schon eine Marke, wo auch von den Powerstations richtig Gas gibt. Also ich kann nur sagen, mein persönliches Fazit ist, tolles Setup, tolle Gerätschaften, ist eine ja, tolle Neuigkeit von EcoFlow bezüglich Tiny Häuser und so weiter sowieso. Natürlich auch Caravan-Technik ist auch nicht schlecht. Wo es umsetzbar ist, wo es reinpasst, tolle Sache, wie bei Markus, sieht man eindeutig, also ganz tolles Setup da drin. Und er ist mega zufrieden, er hat jetzt 5 kW, umgerechnet sind es über 400 Amperestunden Lithium, wo er da zur Verfügung hat. Das ist schon eine Menge Holz. Da kann man richtig was damit anfangen. Also er baut sich ja auch das Auto komplett gasfrei. Er hat auch ein Induktionskochfeld, also da ist nicht mehr mit Gas kochen. Ja. Ich finde es klasse, ich finde es toll und jetzt würde mich nur noch interessieren, was haltet ihr davon? Wie seht ihr die ganze Geschichte? Schreibt es ruhig in die Kommentare, weil ich würde gern euer Feedback darüber erfahren, wie ihr das Ganze seht, wie ihr das Ganze denkt und ob das eventuell auch was für euch wäre oder nicht. Über Preise kann ich noch nicht so viel sagen. Ich glaube, nur grob, der Hub liegt irgendwo um die 2-3, müsste lügen, irgendwo da drin. Aber genauere Preise weiß ich auch noch gar nicht. Die Akkus liegen ganz normal Standard-Range. Ich glaube so roundabout 1100 Amperestunden liegen so immer um die 1000 Euro, 1100 Euro je nachdem. Aber genauere Preise waren da natürlich noch preisgegeben.
Also, ich freue mich, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein kleines Like da, beziehungsweise ein Abo, und bitte gebt mir Feedback, wie ihr die ganze Sache seht, was ihr davon haltet und wie das Ganze für euch ausschauen würde, beziehungsweise ob oder wie ihr das von der Daseinsberechtigung her erkannt habt oder erkennt. Das wäre mir ganz recht, und ich freue mich auf rege Kommentare. Ich sage bis zum nächsten Video, ganz lieben Dank, passt auf euch auf und bleibt mir gesund. Bis bald, ciao, ciao.